Werner Herzog hat vor einer Woche ein neues Buch veröffentlicht. Darin schreibt er über sich und übernimmt, wie in seiner Danksagung nachzulesen, die volle Verantwortung, gleichgültig wie einseitig es sein mag. Jeder für sich und Gott gegen alle ist kein Abschiedsbrief. Dafür ist es zu klar, was da zu lesen ist. Dafür steckt zu viel dieser natürlichen Art, nach vorne zu blicken, drin. Wir lesen von jemandem, den nur der Tod zur Ruhe setzen wird. Von einem der letzten Abenteurer, einem Soldaten, einem Einzelgänger des Films. 70 Filme hat er gedreht, in vielen weiteren ist er als Schauspieler zu sehen. Seine Literatur- und Operninszenierungen stehen dabei für sich und nebenbei ist er ungewollt durch Eigenwilligkeit selbst Teil der Popkultur geworden. Seine Werke, beschreibt er im Buch selbst, sind Einfallstore, brechen in meine Festung, die schon dadurch gähnend und weit schutzlos offen steht. Daraus stellt sich eine Frage. Hat dieses Buch für sich eine Berechtigung? Kann es für sich selbst stehen oder ist es lediglich eine Aneinanderreihung von Erinnerungen und Anekdoten? Ohne viel vorwegzunehmen, für mich waren fast alle der 334 Seiten notwendig und relevant. Zwischendrin scheint sich Herzog zwar kurz zu sehr in die eigene Tapferkeit zu verlieben und beginnt, schwelgend und ausschmückend zu prahlen, das ist aber nicht schlimm. Ansonsten herrschen Klarheit, Kargheit, Klugheit, Neugier, Begeisterung und Mythos. Das konfrontierende Leben eines konfrontierenden Geistes. Ob ich denn nicht als Künstler Interesse hätte? Ich sagte darauf, ich fühlte mich nicht als Künstler, dieser Begriff sei heute eher anwendbar für Schlagersänger und Zirkusartisten. Wenn ich nicht Künstler sei, was ich denn dann sei? Ich sagte, ich sei Soldat und hängte auf. Kurz einige Worte zur Entstehung dieses, was auch immer das hier ist. Auf keine Literaturveröffentlichung hatte ich mich dieses Jahr mehr gefreut. Am 22.08. sollte es da sein. Ich tat, was ich selten tue, ich bestellte im Juni die gebundene Ausgabe vor. Dann kam der 22. am Montag und die Lieferung war noch nicht einmal auf dem Weg zu mir. Lieferdatum jetzt, der 30. August. Ich konnte nicht warten, kaufte digital, um ganz zu lesen. Die nächsten zwei Tage hatte ich frei und ich war zuversichtlich, dass ich wie als Kind die 334 Seiten in dieser Zeit lesen könnte. Wie sich dann herausstellte, ich kann es nicht mehr. Ich lese langsam, markiere viel, schreibe Notizen auf Zettel, dann schmerzt der Körper vom ganzen Sitzen. Ich brauchte also vier Tage. Und das ist völlig in Ordnung. Auf den letzten Seiten wollte ich nicht, dass es endet. Warum mich diese Tage mit Herzogs Aufzeichnungen berührt, gefordert, ermutigt und belustigt haben, darüber sprechen wir jetzt. Und zwar in folgender Form. Ich unterteile das hier in 8 Abschnitte und setze ein längeres Zitat aus Jeder für sich und Gott gegen alle, jeweils an deren Beginn, um dann Bezug zu nehmen, zu reagieren. Ich versuche damit die Schwerpunkte anzureißen und Herzogs Sprache, seine Art zu erzählen, in den Vordergrund zu stellen. Wenn möglich keine Floskeln, keine Zitate aus dem Zusammenhang gerissen. Ich will hier den Kern dessen herausstellen, was Herzog und seine Lebensweise für mich bedeuten. Hier ist das erste kurze Zitat, das sich schon auf Seite 10 findet. Ich fand mich gerade mitten im Schreiben am Ende dieses Buches. Ich blickte hoch, weil ich vor dem Fenster etwas aufblitzen sah. Etwas, was auf mich zuschoss, kupfern und hellgrün glänzend. Es war aber keine verirrte Feindkugel, sondern ein Kolibri. Ich entschloss mich in diesem Moment nicht weiter zu schreiben. Der letzte Satz bricht einfach dort ab, wo ich gerade angekommen war. Die kleine Sache beschreibt für mich schon ganz am Anfang sehr, sehr gut, was Herzog ausmacht. Nämlich, dass er nicht zu verkopft an eine Sache rangeht, dass er nicht zu perfektionistisch ist, sondern dass er seiner Intuition folgt. Sehr, sehr häufig zumindest. Und der Satz bricht am Ende des Buches einfach ab. Das ist kein abgeschlossener Satz. Das habe ich noch nie vorher gelesen. Es ist einfach sehr, sehr unkonventionell. Und nicht nur beim Schreiben, sondern eben auch beim Filmemachen oder bei seiner Lebensweise an sich. Und deshalb sind Menschen wie Werner Herzog gerade für unsere heutige Zeit so unfassbar wichtig, weil wir immer glauben, perfekt sein zu müssen und die Dinge immer abschließen müssen und am besten möglichst lange und nochmal durchdenken, nochmal verändern. Und die Intuition kommt oft zu kurz. Und das ist eine Sache, die mir Herzog zumindest immer wieder beibringt, bei allem, was ich von ihm höre oder lese oder sehe. Und das ist ein kleines Zitat ganz am Anfang, aber es beschreibt schon ganz gut, wo die Reise eben hingeht. Kommen wir zum nächsten Abschnitt und zu zwei Zitaten, die ich ausgewählt habe. Es geht ums Aufwachsen ohne Wehleidigkeit. Meine intensivste Erinnerung an meine Mutter, auf immer in mein Gedächtnis eingebrannt, ist ein Moment, in dem mein Bruder und ich an ihrem Rock hingen und vor Hunger jammerten. Mit einem furchtbaren Ruck riss sie sich los und wirbelte abrupt herum, und sie hatte ein Gesicht so voll von Zorn und Verzweiflung, wie ich es nie vorher und auch nie später erlebt habe. Sie sagte ganz ruhig, vollkommen beherrscht, »Buben, wenn ich es mir aus den Rippen schneiden könnte, würde ich es mir aus den Rippen schneiden, aber das kann ich nicht.«
Wir lernten in diesem Augenblick niemals mehr zu jammern. Die Kultur der Wehleidigkeit ist mir zuwider. Alle meine Freunde, die in München aufgewachsen sind, erinnern sich voll Begeisterung an die ersten Nachkriegsjahre. Sie hatten die wahrhaftigsten Spielplätze für ihre Abenteuer. Banden von Kindern waren die Könige, die Herren über all die ausgebombten Häuserblocks. Sie sammelten Buntmetall und verkauften es beim Schrotthändler. Sie fanden Waffen, Pistolen und Handgranaten. Einmal fanden sie einen Erhängten im Gebälk einer Ruine. Auch sie waren ganz früh schon für sich selbst verantwortlich und alle begeistert davon. Ich höre immer wieder Stimmen, die diese Kinder bemitleiden, aber das stimmt nicht mit der Wirklichkeit ihrer Erfahrungen überein. Diese Geschichten zum Aufwachsen in der Nachkriegszeit haben gerade durch Herzogs Sprache so eine immense Kraft. Und die finden sich im ersten Viertel des Buches, sag ich mal, am häufigsten und haben nie was Mitleiderregendes, manchmal was Tragisches, weil einfach sehr viel Leid natürlich passiert, aber immer mit einem positiven Unterton und mit Chancen, die in dieser ganzen Zeit auch drin gesteckt haben, gerade für die Kinder. Und früh Verantwortung zu übernehmen, widerstandsfähig zu werden. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich auf mein Leben schaue, und ich kann in dem Fall ja nur auf mein Leben schauen oder auf meine Generation zumindest, dann sind wir natürlich im Überfluss aufgewachsen und mussten nie so widerstandsfähig sein. Und das macht uns so ein bisschen weich, so ein bisschen schwach, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich kann zum Beispiel noch nicht mal einen toten Vogel in die Hand nehmen und irgendwie in den Mülleimer werfen oder sowas. Ich kann das nicht sehen. Und wenn man dann davon liest, was diese Kinder damals erlebt haben, wie viel Verletzung, wie viel Armut, wie viel Hunger, wie viel Abenteuer. Und das zieht sich hinein in Herzogs gesamtes Werk, dieses Abenteuer. Und dieses Ausprobieren und diese Neugier und dieses Begeisternde. Und was machen wir heute so oft an dem Punkt, wo wir gar nicht mehr leiden müssen? Wir fasten freiwillig, also wir hungern freiwillig. Wir leiden gar keine Schmerzen mehr, weil alles betäubt werden kann. Und was machen wir? Wir tätowieren uns oder wir lassen uns piercen oder wir fügen uns Schmerzen zu. Und das ist doch ein Zeichen dafür, dass wir uns danach sehen, konfrontiert zu werden, ein Stück weit. Und das ist so interessant, von der Generation zu lesen, die diese rohe Widerstandskraft hat, weil sie eben durch musste, durch diese Jahre. Und natürlich hat das nicht nur Vorteile, diese Menschen sind vielleicht etwas härter, auch emotional. Aber im Grundsatz ist es was langsam am Aussterben ist. Und das hat sehr, sehr viel Kraft, gerade wie Herzog das beschreibt. Das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Kommen wir zum nächsten Abschnitt und zum nächsten Zitat. Und das Zitat setzt genau da an, wo wir eben aufgehört haben. Und es beleuchtet nochmal eine andere Seite dieser Nachkriegsgeneration. Er weiß, er sieht, er versteht, aber er kann nichts erklären. Das ist nicht seine Natur. Alles geht in ihn hinein. Wenn etwas wieder auftaucht, erscheint es in veränderter Form. Es ist nicht einfach, seine eigene Mutter zu zitieren und ich scheue mich, ihr in allem zuzustimmen. Und ich glaube schon, dass ich inzwischen einige wenige Dinge erklären kann. Aber gegen zu viel Selbstbetrachtung, gegen Nabelschau, habe ich eine tiefe Aversion. Ich wäre auch lieber tot, als zu einem Psychoanalytiker zu gehen, weil ich der Ansicht bin, dass da etwas grundlegend Falsches geschieht. Wenn man ein Haus bis in den letzten Winkel grell ausleuchtet, wird das Haus unbewohnbar. Ebenso ist es mit der Seele. Sie bis in die dunkelsten Schatten auszuleuchten, macht Menschen unbewohnbar. Ich bin davon überzeugt, dass die Psychoanalyse mit vielen anderen grauenhaften Fehlern der Zeit das 20. Jahrhundert zu einem Schrecklichen gemacht hat. Ich halte das 20. Jahrhundert in seiner Gesamtheit für einen Fehler. Das, wovon er da schreibt, konfrontiert uns in unserer Art zu denken. Weil wir heute der Meinung sind, dass Selbstreflexion wichtig ist, dass eine psychologische Betreuung wichtig ist und dass das alles irgendwie dazugehört und auch normal werden soll. Das ist unsere Ansicht, da soll es irgendwie hin. Jeder soll sich mit sich auseinandersetzen und das ist alles so ein bisschen, aber das macht uns schon wieder so ein bisschen sanfter natürlich und es macht uns auch egozentrischer, weil wir uns natürlich immer weiter mit uns selbst beschäftigen. Und Herzog, vielleicht stellvertretend für einen relativ großen Teil dieser Generation, ist genau anderer Meinung. Nicht alles ausleuchten, lass ein paar Schatten da irgendwie, man braucht nicht alles zu wissen. Und es ist ein interessanter Ansatz. Ich bin
eigentlich jemand, der natürlich sagt, Selbstreflexion ist wichtig. Aber wenn man das liest, macht es Sinn. Und da liegt ja der Wert darin, etwas zu lesen, was jemand schreibt, der wesentlich älter ist und der ganz anders aufgewachsen ist als man selbst. Und er dramatisiert das natürlich alles extrem, indem er davon spricht, lieber tot sein zu wollen, als zu einem Psychoanalytiker zu gehen. Aber das gehört in dem Moment zu seiner Sprache dazu. Das ist eine gewisse Überspitzung und das löst ja dann in uns was aus. Wenn es zu verpackt ist, dann kommt es wahrscheinlich gar nicht an. Aber wenn man das liest, dann kommt es auf jeden Fall an und man macht sich Gedanken darüber. Vielleicht hat das ganz einfach auch damit zu tun, dass die Kinder dieser Nachkriegsgeneration natürlich sehr viel mehr Schrecken und Leid erlebt haben und auch abgespeichert haben. Und dass sich viele einfach davor sträuben, sich dem zu stellen. Und das ist ja auch völlig verständlich. Im Buch wird auf fast jeder Seite deutlich, dass es Herzog darum geht, zu handeln, Dinge zu tun, nach vorne zu gehen und möglichst selten innezuhalten und dann das selbst nochmal zu hinterfragen und selbst nochmal, das ist nicht das, wofür er steht, sondern er steht für, okay, weiter geht's, irgendwie nächstes Ding. Und das ist eine Sache, entweder kann man damit was anfangen oder eben nicht, aber ich finde es auf jeden Fall wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wie geht man selbst damit um? Ist man jemand, der hinterfragt oder ist man jemand, der tut? Kommen wir zum nächsten Abschnitt und damit zum einzigen Teil des Buchs, das mich etwas ermüdet hat, muss ich sagen. Ja. Ich wurde am Kinn mit 14 Stichen genäht, aber ich hatte keine Krankenversicherung zu der Zeit und wollte die Kosten niedrig halten und man nähte mich einfach so. Ähnlich wurde mir ein Zahn gezogen, ohne die übliche Injektion zur Schmerzbetäubung. Das als Masochismus auszulegen, wäre sicher eine Fehldeutung. Es lag das innerhalb des Rahmens, in dem ich die Welt verstand und mein Leben lebte. Abends erzählte ich von dem Erlebnis, aber man lachte mich aus, weil ich der Ansicht war, an die 140 Stundenkilometer erreicht zu haben. Zwei Tage später waren wir wieder in der Nähe des Steilhangs und ich sagte, hier und jetzt trete ich den Beweis an. Das war leider nichts als reine Angeberei von mir. Ich startete diesmal noch ein paar Meter höher. Ich erzähle von diesem Unfall, für den ich mich geniere, weil ich irgendwie auch ein Produkt meiner Fehler und meiner Fehleinschätzungen bin. Diese drei kleinen Zitate stehen stellvertretend für einen Teil des Buchs, ungefähr ab Seite 170, in dem sich Werner Herzog dann in seinen eigenen Mutproben so ein bisschen verliert. Da geht es dann zum Beispiel um ein Rodeo-Reiten oder eine Skiabfahrt, wie hier im Zitat dazu lesen ist. Es sind ganz viele kleine Geschichten, ganz viele kleine Anekdoten und es wirkt so, als wäre das eine alte Version von Jackass irgendwie. Da fällt er von einem Dach in irgendwas rein und ständig wird sich verletzt und es ist alles so ein bisschen, alles so wie die Jungs und ihre Mutproben und das sind aber teilweise schon erwachsene Männer und das irgendwann reicht es dann, weil man kriegt die Message so ein bisschen. Ja, es wird dann auch ausgeschmückt und irgendwie so ein bisschen Prahlerei, bisschen Angeberei. Aber wie ich schon im Intro gesagt habe, es ist nicht wirklich schlimm. Diese 10 Seiten, vielleicht gefällt es den einen oder anderen Menschen auch besonders gut. Mir war das irgendwann dann zu viel, muss ich sagen. Und weil es so auf diese schaut, wie mutig ich war und wie mutig ich bin. Was ganz wichtig dabei ist, und das wird später auch noch deutlicher, Herzog bewegt sich oft auf einem ganz, ganz schmalen Grat, auch wo es teilweise lebensgefährlich wird, für ihn, aber auch für andere Menschen. Das ist so eine gewisse Rücksichtslosigkeit, die ihm auch unterstellt wurde und immer noch unterstellt wird für die damaligen Dinge. Und das kann man kritisch sehen. Lasst uns direkt zum nächsten Abschnitt und zu den nächsten beiden Zitaten übergehen. In diesen Zitaten geht es um die Dreharbeiten zu Fitzcarraldo. Und es gibt eine Dokumentation, Burden of Dreams, in dem dieser Prozess der Dreharbeiten gezeigt werden. Und diese Dreharbeiten sind der Inbegriff des Mythos Werner Herzog, weil natürlich auch Klaus Kinski, der Dschungel, dieses Boot über den Berg bringen und so. Also es waren wahnsinnig anstrengende Dreharbeiten. Und diese Zitate geben einen kleinen Einblick in diese Welt. Wir mussten Schiffe bauen, große Camps im Urwald anlegen, aber 20th Century Fox sprach in einer größeren Sitzung mit allen Verantwortlichen und Anwälten sehr wohlwollend mit mir. Nannte mich bei meinem Vornamen, aber dann kam der Vorschlag auf, man sollte den Film zur Sicherheit in einem guten Dschungel drehen. In einem botanischen Garten.
Ich fragte höflich zurück, was denn ein schlechter Dschungel sei, und von dem Moment an wurde die Stimmung frostig. Von da an redete man mich nur mit Mr. Herzog an und ich wusste, ich würde alleine sein. Wir konnten erst 6 Monate später die Dreharbeiten wieder aufnehmen. Dazu kamen Verwirrungen in meinem privaten Leben und eine tiefe Einsamkeit, weil, als wir das Schiff wochenlang nicht 1 Zentimeter den Berg hoch bewegen konnten, fast alle Beteiligten das Projekt innerlich aufgaben. Das Alleinsein hat mich nie beeinträchtigt, aber alleine in einer Menge von Menschen um mich herum zu sein, die mich aufgegeben hatten und an meiner Zurechnungsfähigkeit zweifelten, war schwierig. Fitzcarraldo ist bis heute der größte Film von Werner Herzog, hat auch die Goldene Palme in Cannes zum Beispiel gewonnen. Und sehr viel vom Mythos basiert eben auf diesen Dreharbeiten, basiert auf diesem Film. Alles, was wir von Kinski zum Beispiel auch in den ganzen Imitationen und Satiren irgendwie aktuell noch in unserer Kultur haben. Mach einen Wirbel in Amerika! Pass mal auf, du! Ich sag es doch nicht vorbei, du dumme Sau! Schmitti, so ein zu der Produktion? Warum soll ich denn dem armen Walter hier so unverschämt in die Parade fahren? Ich meine, er hat mir doch gar nichts getan. Und Sie werden es auch tun, mein Lieber! Es sind Flugzeuge abgestürzt, kleine. Ein Mitarbeiter querschnittsgelähmt. Eine giftige Schlange, die jemanden ins Bein gebissen hat, ein Holzfäller, und der sich dann das Bein selbst amputiert hat, weil eben die Versorgung zu weit weg war. Dann natürlich Kinski, der mit der Natur verbunden sein wollte und seine cholerischen Anfälle die ganze Zeit hatte. Die Crew wurde von einem Ureinwohnerstamm angegriffen. Lauter so Sachen, lauter so Geschichten, diese Anekdoten, die so präsent sind, auch wenn man diesen Film Burden of Dreams, ist sehr, sehr gut, schaut. Und auch in Mein liebster Feind kann man das auch sehen. Was bei diesem Projekt auf der einen Seite beeindruckend ist, ist auf der anderen Seite beängstigend, weil er zieht seine Sache durch. Ihm ist das Projekt am allerwichtigsten. Er ist der Einzige, der noch dran glaubt. Aber er schafft es, die Leute weiterzutreiben. Und er schafft es, dieses Projekt abzuschließen. Obwohl die Folgen für andere Menschen teils dramatisch sind. Und das ist natürlich rücksichtslos und das kann man in dem Moment nicht beschönigen. Da stellt jemand seine Vision, sein Projekt, teils über das Leben anderer Menschen. Das ist sehr radikal und das ist auch etwas, was ihn immer noch beschäftigt, das schreibt er auch im Buch, ja, weil er sich natürlich ein Stück schuldig fühlt, dass unter anderem jemand querschnittsgelähmt ist seitdem. Einfach auch ein sehr krasses Kapitel, und man versteht natürlich auch, warum die Filmstudios recht selten mit Werner Herzog gearbeitet haben, weil seine Art zu drehen, seine Art, das zu produzieren, eben sehr, sehr risikofreudig ist und sehr real. Das mag Hollywood nicht. Hollywood mag, wenn alles, wie eben der Vorschlag, im Botanischen Garten diesen Film zu drehen. Hollywood möchte, dass alles planbar ist und dass alles sicher ist. Und das, was Werner Herzog sein Leben lang gemacht hat, ist genau das Gegenteil davon. Es ist risikofreudig, es ist unsicher, es ist radikal, es ist konfrontativ. Er ist genau das Gegenteil von Hollywood, und trotzdem überschneiden sich die Wege hin und wieder mal. Und dann wird es eben auch spannend, weil da eben zwei Gegensätze aufeinandertreffen. Bevor wir jetzt zum nächsten Abschnitt kommen, erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das Video gesehen habt bis hierhin. Und hoffentlich schaut ihr es auch noch bis zum Ende. Falls ihr mich unterstützen möchtet und dafür sorgen möchtet, dass ich weiter Videos machen kann, dann gibt es da einige Wege, die recht wenig Aufwand benötigen. Liken natürlich, abonnieren, irgendwie weiterempfehlen, das wäre super. Und falls ihr das Buch kaufen möchtet, habe ich zu Amazon und noch einer anderen Seite verlinkt. Und ja, für euch ändert sich der Preis dadurch nicht und ich kriege eine kleine Provision, die mir hilft. So viel dazu. Weiter zum nächsten Zitat. Dann erkannte ich, alleingelassen auf dem Steg jetzt, den Soldaten Palladino, der, sein Gewehr auf die Hüfte gestützt, das Magazin in den Himmel hinauf leer schoss. Alle Augen richteten sich auf ihn. Er wollte die Aufmerksamkeit aller. Dann nahm er ruhig sein Gewehr mit beiden Händen und schoss sich in den Mund. Da er den Gewehrlauf im Mund stecken hatte, klang sein Schuss, wie ich noch nie einen Schuss gehört habe. Als wolle er sich setzen, sank er in sich und fiel gleichzeitig nach hinten. Leute liefen zu ihm. Auf dem Steg kam mir weinend ein anderer kleiner Soldat entgegengerannt. Dann treibt eine ganze Insel von ausgerissenen Bäumen vorbei, auf der sich ein abgemagerter Hund duckt, als sei er unbefugt, ein blinder Passagier.
Meine Gedanken folgen ihm, wie er in den Wolkenbrüchen davonzieht. Diese beiden Zitate stehen für Passagen im Buch, in denen Herzog aus den eigenen Tagebucheinträgen zitiert. Und diese Zitate oder diese Passagen haben eine ganz andere Sprache, eine ganz andere Stimmung und eine ganz andere Kraft. Es geht einmal um Passagen aus der Zeit von Fitzcarraldo, Anfang der 80er. Dann geht es um einen Film, der Kindersoldaten in einem Kriegsgebiet begleitet. Und es geht um eine Zeit, in der er zu Fuß unterwegs ist, um danach seiner Frau einen Antrag zu machen. Diese Abschnitte im Buch wirken auf mich so besonders, weil sie noch unmittelbarer sind, sind noch detailreicher. Man hat das Gefühl, da ist kein Filter dazwischen, das ist so direkt. Also er hat das erlebt, er schreibt es auf. Und dass diese Unmittelbarkeit spürt man auf diesen Seiten, die er da mit im Buch einbaut. Kommen wir zum nächsten Zitat und wieder zu einem unkonventionellen Gedanken, der am Rande mit Heirat zu tun hat. Es wird einfach wieder deutlich, wie Herzog denkt. Aber diesmal wollte ich alles richtig machen. Ich kehrte nach Wien zurück, wo ich noch formell verheiratet war, aber schon getrennt lebte. Ich brachte mein Haus in Ordnung und gab alles auf, was ich physisch besaß. Als ich in die USA zurückkehrte, hatte ich kein Gepäck bei mir, nichts. Ich wollte ganz neu anfangen. Ich war bereits durch die Pass- und Zollkontrolle. Als mich plötzlich ein Beamter zurückrief, wo denn mein Gepäck sei, ob ich etwa mein Gepäck auf dem Förderband zurückgelassen hätte. Das machte mich verdächtig. Hätte ich eine Bombe dabei gehabt, hätte ich sie einfach auf dem Band kreisend hinter mir gelassen. Ich sagte, ich sei vollständig ohne Gepäck. Der Beamte erwiderte, in 22 Jahren Dienst habe er noch nie einen Reisenden von einem anderen Kontinent ankommend ohne Gepäck gesehen. Er habe höchstens erlebt, dass jemand nur mit einer Handtasche oder einem Aktenkoffer ausgestattet eingetroffen sei. Aus purer Dummheit, wohl um ihn zu beeindrucken, griff ich in meine Jackentasche und zeigte ihm meine Zahnbürste. Dafür landete ich für die nächsten 6,5 Stunden in Verhören und Nachforschungen eines etwaigen kriminellen Hintergrunds. Ich versuchte zu erklären, dass ich meine Frau gefunden hätte und dass ich nur ich sein wollte, ohne Status, ohne Besitz, ohne alles, selbst ohne die Gewissheit, ob ich wohl von ihr aufgenommen würde. Man ließ mich einreisen. Das zeigt wieder die Radikalität seiner Gedanken und auch seines Handelns in dem Fall, dass er alles zurücklässt, um frei zu sein für den nächsten Abschnitt und dass er es aber auch nicht lassen kann, ein bisschen provokant zu sein bei der Kontrolle, indem er seine Zahnbürste vorzeigt. Er nimmt einfach die Dinge in Kauf. Und das ist das, was ihn so interessant macht. Er denkt nicht groß drüber nach. Im Nachhinein kann man es irgendwie als Dummheit oder so für sich selbst bezeichnen. Aber es ist einfach dieses unmittelbare, okay, ich muss es jetzt einfach machen, ich muss ihm die Zahnbürste zeigen, das ist das Einzige, was ich dabei habe. Und praktisch den Beamten konfrontieren damit ein Stück weit. Und auch dieser ganz besondere Humor, der das ja in gewisser Weise auch ist. Das ist natürlich kein Buch, was irgendwelche Klatschthemen, irgendwelche Beziehungsthemen in den Vordergrund stellt, aber er spricht doch ausführlich gerade über seine dritte Frau Lena und wie sie sein Leben bereichert oder wie die beiden ihr Leben bereichern. Und das ist sehr, sehr spannend zu lesen, dass jemand sich immer wieder neu einlassen konnte, auch auf neue Abschnitte im Leben. Zum nächsten Abschnitt, der eine Sache beschreibt, die für Herzog sehr, sehr wichtig ist, nämlich das Verhältnis zwischen Fakten und Wahrheit. Also Fakten heißt nicht gleich Wahrheit. Das ist eine der Kernaussagen von Werner Herzog über die Jahre. Im Labyrinth der Erinnerung frage ich mich oft, wie sehr sie im Fluss sind, was wann wichtig war und wie sie sich so viel verflüchtigt oder andere Grundfarben angenommen hat. Wie wahr sind unsere Erinnerungen? Die Frage nach der Wahrheit hat mich in all meinen Filmen beschäftigt. Heute stellt sie sich für alle mit größter Dringlichkeit, weil wir im Internet Spuren von uns hinterlassen, die ein ganz eigenes Leben annehmen. Die Frage von Fake News hat sich weit in den Vordergrund geschoben, weil sie einen solchen Einfluss auf das politische Leben genommen haben. Fälschungen hat es aber gegeben, seit wir schriftliche Aufzeichnungen haben. Von früh an war ich in meiner Arbeit mit Fakten konfrontiert. Man muss sie ernst nehmen, weil sie normative Kraft haben, aber rein faktenorientierte Filme zu machen, das hat mich nie interessiert. Die Wahrheit muss mit den Fakten nicht übereinstimmen. Das Telefonbuch von Manhattan wäre sonst das Buch der Bücher. 4 Millionen Einträge, alle faktisch korrekt, alle überprüfbar. Aber das sagt uns nichts über einen der Dutzende von James Millers darin.
Seine Nummer und Anschrift sind korrekt, aber warum weint er jede Nacht in sein Kissen? Erst die Poesie, erst die Erfindung der Dichter kann eine tiefere Schicht, eine Art von Wahrheit sichtbar machen. Mit solchen Aussagen haben meistens Menschen Probleme, die sehr rational denken. Wenn man jetzt vom Filmemachen spricht, sind das meistens die Dokumentarfilme. Man kann das schon verstehen. Wenn man eine Dokumentation schaut, dann erwartet man meistens, dass alles, was dort gesagt wird, auf Fakten beruht. Aber den Ansatz geht Herzog nicht mit. Für Herzog hat das Wert, Dinge so auszuschmücken, so zu verändern, dass sie sogar mehr Wahrheit vermitteln als die Fakten allein, die dazu gar nicht die Kraft hätten. Und das ist ein Gedanke, mit dem muss man sich erst eine Weile beschäftigen, bevor er beginnt, Sinn zu machen, oder zumindest war das bei mir so. Und ich weiß auch nicht, ob das für mich in jeder Lebenslage Sinn macht, aber sein Beispiel mit dem Telefonbuch von Manhattan, es ist ein Stück weit wahr. Alles wäre sehr, sehr nüchtern, wenn wir nur Fakten hätten. Dann das beraubt uns so ein bisschen der eigenen Fantasie, ein Stück weit. Das ist so mein Gedanke dazu. Wir kommen schon zum letzten Abschnitt und damit zu den Schnittpunkten Hollywood, Werner Herzog. Und beide sind so gegensätzlich, dass diese Anekdoten einfach sehr unterhaltsam sind. Und das macht viel, viel Spaß zu lesen im Buch. Ich arbeite rasch und zügig, ohne endlose Wiederholungen von Szenen am Set eines Films. Deshalb sind meine Drehtage auch fast immer schon vorzeitig beendet, um 15 oder 16 Uhr, obwohl ich bis 18 Uhr arbeiten könnte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in meinem Leben eine einzige Überstunde gemacht hätte. Ich bin alles andere als ein Workaholic. Nachtdrehs sind mir ein Gräuel, weil ich kein Nachtmensch bin. Drehbücher schreibe ich, wenn ich einen Film ganz vor mir sehe und ich habe kaum je länger als eine Woche an einem Skript gesessen. Diese Unmittelbarkeit existiert in Hollywood so sehr, sehr selten. Es gibt so viele Perfektionisten, es gibt riesige Teams, es gibt riesige Sets, es wird alles bis zum letzten Punkt perfektioniert. Und dagegenüber steht Herzog, der nicht permanent 10 wiederholen lässt, sondern okay, das war in Ordnung, weiter. Und ich glaube, das andere Extrem ist so jemand wie Stanley Kubrick gewesen oder so, der wahrscheinlich 90 Takes gemacht hat von einer Szene, von einer unwichtigen Szene. Und diese Unmittelbarkeit sorgt aber auch dafür, dass Werner Herzog immer unter Budget und immer im Zeitrahmen geblieben ist bei jedem seiner Filme. Und auch wenn es nicht die ganz großen Hollywood-Produktionen von Werner Herzog gibt, hatte er zumindest auch immer Kontakt zu den Studios. Zum Beispiel Bad Lieutenant gemacht mit Nicolas Cage oder auch mit Christian Bale an Rescue Dawn gearbeitet, glaube ich, das war's. Er hat aber auch als Schauspieler in Filmen mitgespielt. Bei Jack Reacher zum Beispiel mit Tom Cruise oder auch bei Mandalorian. In der ersten Folge, glaube ich sogar, als Bösewicht. Diese Dinge sind immer so interessant, weil er wurde zum Beispiel von Jon Favreau, der Mandalorian gemacht hat oder auch die Iron Man Filme oder so. In dem Marvel-Ding ist er einfach und im Star Wars-Ding ist Jon Favreau jetzt aktuell so der wichtigste Produzent, würde ich jetzt so sagen. Favreau liebt Filme von Werner Herzog und dann wird er immer eingeladen und er hat Kontakt zu ganz, ganz vielen Menschen oder erzählt von ihm und Jack Nicholson damals in den 80ern wahrscheinlich. Und es gibt ganz, ganz viele Anekdoten, ein paar davon sind eben in dem Buch drin. Herzog hat erst vor kurzem bei Rick and Morty auch was eingesprochen, was super lustig ist, kann man sich bei YouTube angucken. I've dwelt among the humans. Their entire culture is built around their penises. Oder bei den Simpsons. Es gibt diverse Beispiele, wo Herzog entweder aktiv mitgewirkt hat oder wo er parodiert wird in gewisser Weise, auch in der amerikanischen Popkultur. Und das ist hauptsächlich entstanden durch seine Stimme, die ihn so unverwechselbar macht. Und da ist nicht nur die Stimme, sondern auch die Art, wie er Filme macht, die ihn extrem von anderen Produktionen abhebt. Und das hat ihm diesen Ruf eingebracht in Hollywood. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich spannend und auch lustig davon zu lesen. Dass da jemand ist, der es anders gemacht hat und der anders denkt und der mich auf eine andere Art konfrontiert irgendwie, der nochmal einen Gegenentwurf gibt zu dem von wegen, oh, es muss alles, okay, die Kamera und das und dann am Drehbuch muss man wochenlang feilen, monatelang feilen und es braucht so und so viele Leute und Star Special Effects und alles. Nein, es gibt einen Gegenentwurf. Und der Gegenentwurf ist unter anderem Werner Herzog. Es gibt natürlich ganz viele Gegenentwürfe, aber er arbeitet einfach schnell
und er arbeitet intuitiv und es geht mehr um diese Neugier, dieses, okay, was ist das nächste Projekt? Er hat so viel im Kopf noch, was er umsetzen will. Das ist einfach beeindruckend. Über 70 Filme und ganz viele kleine Rollen und es ist sehr, sehr beeindruckend, was dieser Mensch geschaffen hat in den 80 Jahren, in denen er auf der Erde ist. Und es macht einfach viel, viel Spaß zu lesen. Ich kann das Buch jedem empfehlen. Und es ist auch ein sehr guter Einstieg in die Welt von Werner Herzog, weil zu allem, was in diesem Buch steht, kann man ein Interview sehen, kann man irgendwie einen Dokumentarfilm sehen. Also es gibt immer mehr Informationen zu jeder Stelle in diesem Buch. Also wer noch nie mit Werner Herzog zu tun hatte, lest dieses Buch und danach wird er auf jeden Fall Teil eurer Gedanken sein. Auch wenn ihr jetzt nicht unbedingt selbst einen Film machen möchtet oder so. Wie schon erwähnt, die Links sind unten in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank fürs Schauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.